zeigen immer wieder neue Ideen, präsentieren sich bei jeder Veranstaltung mit ganz, ganz tollen Leistungen. Rumba. Aniello, Langella und Nina Bezukova. Fließende, langsame Bewegungen und bis zum Schluss ausgetanzt. Meter Nummer 12, Miha Vodča und Nadia Vitschkova habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt. Das Paar, das mit Juri Batagej und Jagoda Strokej das Team Slowenien bildet. Was fällt mir auf? Es ist natürlich so, dass Russland da unangefochten an der Spitze liegt. Russland mit dem ersten und dem zweiten der Weltrangliste. Ich glaube, da kann man jetzt schon sagen, kann niemand mehr diese beiden Paare einholen. Slowenien, Italien, sehr, sehr gut. Deutschland vielleicht mit Timo Kulczak und Mozegeji Mabuse heute nicht den allerbesten Tag. Und es ist ja interessant, dass bei so einem Teambewerb es gar nichts nützt, wenn ein Paar das allerbeste ist und das zweite Paar vielleicht das allerschlechteste. Es müssen beide in der Rechnung zusammengezählt die beste Punkteanzahl erreichen. Hit Nummer 2. Das Publikum sitzt sehr nahe an der Tanzfläche. Ein großer Vorteil, nicht nur für das Publikum, weil man besser sieht, sondern auch ein bisschen für die Tänzer, weil das Ganze ein bisschen dichter wird, die Atmosphäre sehr kompakt. Alexei Silde und Anna Fürstova. Nicht nur ein ausgesprochen attraktives Paar, sondern auch ein ausgesprochen gutes Paar. Im Hintergrund mit der Nummer 5, Andrea De Angelis und Uljana Fomenko. Viel Leidenschaft.